Hallo ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße. Heute ein kurzes Video zum Thema Smart Chip. Manche von euch haben schon ein Smart Chip, viele wissen gar nicht, was es ist und vor allem gar nicht, was es kann und wie ihr von einem Smart Chip profitiert. Und als Kunde profitiert ihr maßgeblich davon, wenn ihr sagt, ihr wollt die Ketone regelmäßig nehmen und immer den besten Preis haben. Denn im Smart Chip bekommt ihr die Ketone immer für 22%. Das heißt, eine Packung kostet euch immer 97,98 Euro. Egal welcher Geschmack, egal ob das gemischte Paket oder auch ein einzelner Geschmack wie Kakao, Himbeer oder Erdbeer. Und damit bekommt ihr einfach immer den besten Preis. Es ist eine monatliche Lieferung, allerdings kann man die jederzeit pausieren. Ihr könnt auch immer kurz bevor das Smart Chip ausgeführt wird, die Geschmäcker wieder fett umtauschen und verändern, sodass ihr immer abwechslungsreich das bekommt, was ihr möchtet. Und das Allerallerschönste ist, im vierten Monat bekommt ihr ein Mystery Gift. Das bedeutet, das ist ein Überraschungspaket. Das bekommt ihr dann gratis zu der Smart Chip Bestellung dazu. Das ist eine Packung Ketone, die ihr on top bekommt, für die ihr nicht bezahlen müsst. Das heißt, im vierten Monat bekommt ihr zwei Packungen, wenn ihr eine im Smart Chip drin habt. Und es ist manchmal auch ein Sondergeschmack, den es zum Beispiel nur in den USA gibt. Und das ist maßgeblich spannend. Wenn ihr dann selber zwei Leute kennt, die auch die Ketone testen wollen und die sagen, boah, das finde ich cool, ihr habt auch einen eigenen Link. Dazu wird es ein extra Video geben zum Thema, wie richte ich mir meinen eigenen Link ein. Und dann, wenn ihr zwei Leute habt, die auch im Smart Chip über euch bestellen, dann bekommt ihr eure Produkte schon nur für Steuer und Versand. Das heißt, ihr zahlt dann noch weniger. Nichtsdestotrotz bekommt ihr im Smart Chip immer den besten Preis. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das am besten einrichtet. Genau. So. Jetzt ganz schön, wenn man mich sieht. Wir melden uns an mit unserem Benutzernamen. Das ist dann meistens auch die E-Mail-Adresse oder eben ihr habt euch einen Benutzernamen festgesetzt und den Passwort in account.justproveit.com. Das ist euer Backoffice. Darüber könnt ihr ja auch die Bestellungen tätigen, eure Bestellung verfolgen. Und da habt ihr einfach einen Überblick über alles, was ihr braucht. So. Genau, das so sieht der Account aus. Und wenn ich hier runter scrolle, dann sehe ich hier schon links mein Smart Chip. Und hier habe ich jetzt noch keine aktive Smart Chip Bestellung. Wenn ich ein Smart Chip drin habe, dann würde hier dann einfach das Smart Chip erscheinen. Das kann ich auf Einrichten. Das Schöne hier ist einfach, auch wenn ihr sagt, ihr bestellt über den Shop, ist, dass ihr halt immer auch schon ja, eure Adresse ist hinterlegt, eure Zahlungsmethode. Also eigentlich alles, was ihr wollt. Und hier sehe ich jetzt auch schon die Produkte, die es gibt. Also ich kann einmal dieses gemischte Paket reinlegen für 97,89 oder auch nur einen einzelnen Geschmack, wenn ich sage, hey, ich finde Himbeer am coolsten. Das ist mein absoluter Lieblingsgeschmack, deswegen mache ich das mir natürlich ins Smart Chip rein. Dann gehe ich hier auf Hinzufügen. Und dann kann ich hier sehen, super. Jetzt aktuell werde ich nichts bezahlen, weil die nächste Ausführung findet dann erst am 10.04. statt. Das bedeutet jetzt erstmal habe ich hier 0 Euro und dann wird es mir in einem Monat geschickt, wenn ich es heute einrichte. Fortsetzen. Ungefähr 3 Tage bevor das Smart Chip ausgelöst wird, bekommt ihr eine Info von Prove-It, in der eben gesagt wird, hey, in 3 Tagen geht dein Smart Chip los. Du kannst jetzt noch den Geschmack ändern und die Anzahl ändern. Man kann nämlich auch mehrere Pakete in Smart Chip legen. Und hier seht ihr, ist meine Adresse schon gespeichert, die Versandart. Jetzt kann ich hier noch die Zahlungsweise aktualisieren. Ich kann mit Kreditkarte eben zahlen, dann wird es automatisch abgebucht. Oder ich zahle mit PayPal, dann muss ich eben allerdings auch 3 Tage, bevor das Smart Chip ausgelöst wird oder kurz vorher, eben auch mich bei PayPal eben einloggen, hier im Backoffice einloggen und die Zahlung auslösen, damit das Smart Chip funktioniert. Ich habe jetzt hier die gespeicherte, ich nehme jetzt einfach mal PayPal. Genau, jetzt sehe ich hier immer noch, jetzt muss ich hier noch zustimmen. Genau, also insgesamt mit Versand zahle ich dann 104,58 Euro für mein Smart Chip. Bestellung abschicken. Hier noch wiederkehrende Belastungen. Super.
Jetzt zahle ich eben gerade gar nichts, weil das erst im nächsten Monat eben ausgelöst wird. Wenn ich sage, ich möchte aber jetzt auch Ketone haben, dann muss ich die ganz normal über den Shop einkaufen, weil erst ab der zweiten Smartship-Bestellung habe ich die 22%. Deswegen macht es halt auch Sinn, wenn man sagt, man möchte es öfter nehmen, bei der nächsten Bestellung, die ihr tätigt, euch direkt ein Smartship mit einzurichten, damit ihr da dann einfach ab dem nächsten Monat den besten Preis habt, wenn ihr sagt, ihr wollt es öfter nehmen. Genau. Bezahlung wird verarbeitet. Es dauert immer ein bisschen. Gleich zeige ich euch dann auch, wie ihr das Smartship verändern könnt und wie ihr das auch pausieren könnt, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt mal einen Monat aussetzen. Das kann man auch jederzeit machen. Das könnt ihr dann auch immer wieder reaktivieren. Wunderbar. Hier seht ihr, jetzt zahle ich nichts. Das heißt, die 104 Euro, die werden dann erst im nächsten Monat fällig, am 10. April, wenn das Smartship ausgelöst wird. Wenn ich jetzt hier runtergehe, hier sehe ich jetzt, ich bin Smartship-Kunde. Mein Smartship, hier kann ich jetzt einfach sehen, was ich hier drin habe. Ich habe einmal Raspberry Lemonade drin. Nächster Lauf ist am 10.04. mit PayPal. Hier könnte ich jetzt das Smartship abbrechen. Ich kann Bezahlung oder Versand bearbeiten. Ich kann das Ausführungsdatum neu terminieren. Das heißt, ich könnte hier auch einfach sagen, ich möchte es früher oder später bekommen. Und ich kann auch die Produkte ändern. Da kann ich mir einfach die Produkte austauschen. Das kann ich bis zu 3 Tage vor Versand machen. Wenn ich jetzt auf Smartship abbrechen gehe, dann wird das Smartship einfach gekündigt. Und dann kann ich es aber jederzeit wieder reaktivieren. Und dann kann ich auch wieder die Produkte ändern. Genau. So viel zum Thema Smartship. Wenn ihr einfach Lust habt oder auch wenn ihr Fragen habt, mehr dazu zu erfahren, auch zum Thema, wie kann ich als Kunde weiterempfehlen, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer für euch da. Und wer auch Probleme hat, sich ein Smartship einzurichten, der kann das gerne mit uns gemeinsam machen. Ansonsten haben wir hier dieses Video. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Und bis bald.